Jasmin Barmann hat den nächsten Vortrag. Sie ist Biologin, hat in Heidelberg Biologie studiert und in Kuopio in Finnland. Worum geht es heute in dem Vortrag und wie ist sie dazu gekommen, dass sie diesen Vortrag hält? Sie arbeitet im Labor und sie bekommt dort Daten von Ärzten zugeschickt zur Analyse. Die Daten bekommt sie deshalb, weil die Ärzte eine Art Gendefekt bei ihren Patienten vermuten und sie soll das eben verifizieren oder falsifizieren. Tja, und es wird in der Regel falsifiziert. Es kommt raus, dass es sich um etwas ganz anderes handelt. Es handelt sich um eine Bleivergiftung. Und wie die Patienten an diese Bleivergiftung kommen, das erzählt sie ihnen am besten selber. Ja, vielen Dank für die Einladung hierher. Und ich freue mich wirklich sehr, das Thema anbringen zu können, weil es liegt mir sehr am Herzen. Wir kriegen zwar nicht die Daten, wir müssen die selber erstellen, wir kriegen den Urin und die Blutproben, die wir dann verarbeiten als Labor. Und zwar mein Thema Bleivergiftung, das beschäftigt mich aus verschiedener Sicht. Und zwar einmal, es geht ja um Ayurveda, und Ayurveda ist ein fester Bestandteil der indischen Kultur, immer noch. Und wie man mir vielleicht auch ein bisschen ansieht, bin ich auch ein Bestandteil der indischen Kultur. Und das heißt jetzt aber nicht automatisch, dass ich auch was mit Ayurveda am Hut habe. Ich bin Molekularbiologin, aber das heißt trotzdem nicht, dass ich nicht auch Erfahrung damit haben könnte. Und einer von meinen Onkeln hat sich zum Beispiel mal fast ins Nirvana befördert mit Ayurveda-Mitteln, weil er meinte, er muss die Therapie, die er von seinem Hausarzt verschrieben bekommen hat, noch unterstützen mit Ayurveda-Mitteln. Das ist dann irgendwann rausgekommen, als er sie mal auf dem Nachttisch vergessen hat. Und deswegen ist er heute noch unter uns, wo ich froh bin. Ayurveda ist also sehr präsent noch in Indien. Wenn man es übersetzt aus dem Sanskrit, heißt es so ein bisschen wie das Wissen vom Leben. Es behandelt alle möglichen Aspekte, wie Nahrungszubereitung und Aufnahme, Anatomie, Physiologie, Diagnosestellung, detaillierte Beschreibung von über tausenden von Krankheiten, aber auch zum Beispiel Anleitung zum Kaiserschnitt, Verwendung von Cannabis in der Anästhesie oder zum Beispiel Behandlung von grauem Star. Also obwohl das so eine alte Methode ist, haben sie doch schon sehr präzise Beobachtungen und auch fortschrittliche Ideen darin untergebracht, aber eben auch viel Dogmatisches und viel esoterische Inhalte. Das sind circa 2000 Jahre alte Schriften, auf die sie sich hauptsächlich beruhen. Und jetzt übernehme ich keine Verantwortung für die Aussprache. Sushruta Samhita ist eine dieser grundlegenden Schriften und die andere heißt Karaka Samhita, auch aus der Gupta-Periode. Wobei diese Datierung, das ist immer nicht ganz so einfach zu machen. Häufig kann man das erst so ein bisschen abschätzen, weil es Übersetzungen in andere Sprachen gab und die sind dann datiert und so kann man rückschließen darauf, wie alt eigentlich die Schriften sind. Im 8. Jahrhundert wurde es zum Beispiel übersetzt ins Arabische und von dort ist es in der Renaissance dann auch nach Italien gekommen und wer jetzt den Medicus gesehen hat, wird vielleicht auch ein paar Bilder dann davon vor Augen haben, wie das stattgefunden haben könnte. Jedenfalls ist der Prozess ja noch nicht abgeschlossen. Wenn man Ayurveda in Amazon zum Beispiel eingibt, kriegt man über 7000 Ergebnisse. Wobei, wenn man schon die ersten drei Titel sieht, kann man sich denken, worum es geht. Ayurveda-Küche, schnell und unkompliziert. Ayurveda, die besten Tipps aus dem jahrtausendenalten Naturheilsystem. Und der Schatz der Ayurveda-Küche. Mit über 125 Rezepten für Körper und Seele. Also kurz gefasst kann man sagen, Kochen, Wellness und Medizin. Wobei Medizin immer noch assoziiert wird, vor allen Dingen mit einer harmlosen Kräutermedizin. Das ist das Image von Ayurveda hier. Und was noch nicht ganz angekommen ist in diesem Prozess, dass es im Westen ankommt, ist, dass es eine Richtung gibt, die heißt Raja Shastra Ayurveda, die neben pflanzlichen Bestandteilen, auch ja, Mineralien, Metalle, organische Substanzen, wie zum Beispiel Korallen reinmischt, aber auch Juwelen, also so verriebene Perlen,
Also das wird da alles auch mit drunter gemischt. Und das Problem ist halt leider, dass viele dieser Mineralien bedenkliche Substanzen enthalten können, wie zum Beispiel Schwermetalle. Also da findet man Arsen, Blei, Kupfer, Quecksilber, Cadmium, also alles nicht wirklich so gesunde Substanzen. Diese Gesundheitsgefährdung durch diese Richtung in der Ayurveda war auch schon früher bekannt. Es gibt nämlich Rezepte und Prozeduren zur Entgiftung von dieser Rasa Shastra Ayurveda. Das kann sein Erhitzen oder Vermischen mit Fetten, mit Pflanzenbestandteilen, Säften und ja, sogar Kudung. Also das sollte alles eben diese Giftigkeit dieser Substanzen vermindern. Moderne Messungen belegen aber, was wir schon gedacht haben, diese Rezepte sind wirkungslos. Die Schwermetalle bleiben trotzdem vorhanden, sind weiterhin schädlich. In Indien gibt es sogar eine gesetzliche Vorgabe, dass man den Gehalt von, also wenn Metalle drin sind, dass man Metallgehalt auf der Flasche mit dem Ayurveda auch angeben muss. Aber die Durchsetzung ist einfach ein bisschen schwierig dort. Ja, also zusammengefasst, Schwermetalle sind nicht nur unabsichtliche Verunreinigung von Ayurveda-Produkten. Es wird dann häufig gesagt, wenn man damit kommt, dass es von Ayurveda, dass man sich was zuziehen kann, ja, das ist unbeabsichtigt drin. Sie sind auch nicht unbedingt aus krimineller Absicht beigesetzt, um Substanzen zu strecken. Es kann wirklich sein, dass diese Produkte Schwermetalle enthalten, weil sie sie enthalten sollen, weil ihnen eine bestimmte Wirkung zugeschrieben wird. Wie verbreitet ist dieses Problem? Dazu gab es 2008 eine Studie von Sapa und Kollegen und die haben 193 Ayurveda-Produkte aus Indien und den USA untersucht. Und dazu haben sie 25 Internetanbieter rausgesucht über verschiedene Suchmaschinen, einfach damit sie wirklich das ganze Spektrum, was man so kriegen kann im Internet, auch abdecken. Und sie haben tatsächlich in 20% der Produkte, sowohl aus den USA als auch aus Indien, Schwermetalle gefunden. Und sie haben dann auch unterschieden, wurden denn diese Produkte als diese Rasa Shastra Produkte auch deklariert oder nicht. Und tatsächlich waren, wenn sie deklariert waren, auch häufiger Schwermetalle drin, heißt aber nicht, dass, wenn sie nicht deklariert waren, keine Schwermetalle drin waren. Und die Konzentration von Schwermetallen in Rasa Shastra Produkten war auch im Schnitt höher, wobei es ja wirklich auch in allen Produkten möglich war, was zu finden. Und jeweils, wenn sie was gefunden haben, dann haben die Mengen, die drin waren, auch das überschritten, was man maximal zu sich nehmen sollte, ohne eine negative Wirkung zu haben. Ja, kommt es dadurch aber wirklich auch zu Bleivergiftung? Nehmen die Leute das oder können die, die das anwenden, unterscheiden zwischen guten Anbietern und schlechten Anbietern? Ich habe mir Blei ein bisschen angeschaut und dort gibt es genügend Case Studies, also Einzelfallberichte aus dem medizinischen Alltag. Zwei habe ich mal mitgebracht, zum Beispiel ein 39-jähriger indischer Diabetespatient, der aber schon lange in Großbritannien lebt, der nach dem Indienaufenthalt plötzlich mit starken Bauchschmerzen zu seinem Arzt gegangen ist und sie konnten eben das zurückführen auf Ayurveda, die mit Blei versetzt waren. Dann auch eine 51-jährige Neuseeländerin, 3 Jahre in Indien gelebt, hatte starke Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blutarmut. Als man nach der Ursache geguckt hat, hat man gefunden, dass sie nach einer Dengue-Fieber-Infektion ayurvedische Arzneimittel eingenommen hatte. Und die haben auch Blei enthalten. Jetzt, das sind Einzelfälle, aber es gibt auch größer angelegte Studien, zum Beispiel aus den USA. Dort hat man über 6.000 Frauen die Konzentration vom Blei im Blut bestimmt und hat sie außerdem gefragt, nehmt ihr irgendwelche pflanzlichen Zusatzstoffe in irgendeiner Form? Das konnte alles Mögliche sein, war nicht auf Ayurveda spezifisch. Aber wenn man die zwei Gruppen verglichen hat, war in der Gruppe, die pflanzliche Zusatzstoffe nimmt, der Blutbleigehalt 10% höher wie in der Gruppe, die das nicht gemacht hat. Das auch schon auffällig ist. Also jedes fünfte Ayurveda-Produkt enthält Schwermetalle. Auch rein pflanzliche Ayurveda-Produkte können betroffen sein. Und deswegen die Vermeidung von den als Rasa Shastra deklarierten Produkten allein ist nicht ausreichend, um hier sicher zu sein. Das heißt, man muss da wirklich aufpassen. Und diese Schwermetallfunde waren auch bei Herstellern sowohl in Indien als auch außerhalb von Indien möglich.
Ja, Quellen für Blei sind natürlich nicht nur jetzt alternativmedizinische Produkte, sondern es gibt viele Quellen, wo man sich mit Blei vergiften kann. Das ist zum Beispiel Umweltverschmutzung oder direkter Kontakt bei der Arbeit. Also wenn man in der Nähe von einer Mine lebt, wo Blei abgebaut wird, ist das ein großer Gefährdungspotenzial. Aber auch zum Beispiel, wenn man in einer Firma arbeitet, die Batterien herstellt, kann das zu Vergiftungen führen. Früher gab es Antiklopfmittel im Benzin, so organische Bleiverbindungen. Die sind aber zum Glück mittlerweile verboten, in der EU zumindest. Dann sogar die Römer haben sich schon mit Blei vergiftet. Ich war gerade vor einer Woche im Spiegel Online-Artikel. Die hatten Wasserleitungen aus Blei und darüber kann man auch genügend Blei aufnehmen, dass es zu einer Vergiftung führt. Es gibt aber etliche Quellen. Also es kann bleihaltige Wandfarbe sein, die früher verwendet wurde. Es gibt Keramik, zum Beispiel aus Südamerika, wenn man die mitbringt. Der klassische Fall ist wirklich die Familie, die dann Orangensaft raustrinkt, weil durch die Säure einfach das Blei rausgelöst wird und da kann man ganze Familien mit vergiften. Das ist früher viel vorgekommen. Es kann aus Besteck sein, was man sich irgendwo gekauft hat. Es können Cremes sein, es können afrikanische Kosmetika sein, aber eben auch alternativmedizinische Produkte, zum Teil auch aus der traditionellen chinesischen Medizin. Bei Vergiftung gekennzeichnet, also die WHO sagt, der Bleigehalt sollte 100 Mikrogramm pro Liter im Blut nicht überschreiten. Wenn man einen Wert größer hat, hat man sehr sicher schon irgendwelche negativen Auswirkungen. Und Kinder sind besonders gefährdet, bei denen sie sind sehr, sehr sensibel darauf, einfach im Wachstum. Und es können eben größere Dosen in kurzer Zeit aufgenommen werden, also eine akute Vergiftung hervorrufen. Es kann aber auch einfach geringe Dosen über einen langen Zeitraum aufgenommen können, genauso zu negativen Wirkungen führen. Blei wird halt leider sehr effizient vom Körper aufgenommen. Das im Magen-Darm-Trakt kann das passieren. Es geht aber auch über die Atemluft. Also kann das wirklich einatmen, es wird aufgenommen. Oder sogar über die Haut, wie zum Beispiel dieses Antiklopfmittel, diese organischen Bleiverbindungen, können über die Haut in den Körper eindringen. Das meiste Blei davon gelangt dann erstmal ins Blut. Und wenn man früh genug feststellt, dass eine Bleivergiftung vorliegt, kann man Agenzien geben, solche sogenannten Chelatoren. Die binden das Blei, neutralisieren es und helfen dabei, das auszuscheiden. Aber problematisch ist, dass ein Teil doch in die Knochen eingelagert wird, wo das bis zu 20 Jahren verbleiben kann und dann entweder konstant ausgeschieden wird wieder, also in den Körper abgegeben und zum Teil aber auch schubweise, wenn irgendwas vorliegt, was das begünstigt. Symptome von einer Bleivergiftung sind schwere Bauchkoliken, so fast das wichtigste Symptom, aber auch Blutarmut, neurologische Probleme, Verwirrtheit, Nierenschäden, Kopfschmerzen, Verstopfung, ein erhöhtes Krebsrisiko als Langzeitwirkung, Konzentrations- und Lernprobleme, besonders bei Kindern, auch eingeschränkte Intelligenz, neurologische Schäden bei ungeborenen Kindern, es geht durch die Plazenta durch, Frühgeburten und noch jede Menge anderer wirklich unangenehmer Sachen. Das ist einfach der wichtigste Ausschnitt. Was halt ist, es sind eher unspezifische Symptome. Also wenn man mit diesen Sachen zum Arzt geht, wird er nicht sofort sagen, ja klar, es ist eine Bleivergiftung, ne? Sondern es könnte jetzt alles Mögliche sein. Deswegen ist es auch schwer festzustellen, wenn das dann mal vorkommt. Was ich mir jetzt angucke oder hier zeige, ist die Wirkung von Blei auf die Blutbildung, weil das für die Diagnosestellung wichtig sein kann und weil das meiste Blei ins Blut übergeht. Und dort vergiftet es zum Beispiel zwei Enzyme, also diese Biokatalysatoren, die die ganzen biochemischen Reaktionen im Körper durchführen, die in dem roten Blutkörperchen die Bildung vom roten Blutfarbstoff machen. Also rote Blutfarbstoff, habe ich hier mal so mitgebracht, das ist so eine wirklich wunderschöne symmetrische Substanz und in der Mitte, da sitzt ein Eisenatom und das ist wichtig für die Atmung, das bindet den Sauerstoff und transportiert den Sauerstoff im Körper und deswegen braucht man den roten Blutfarbstoff einfach, um Blut zu bilden. Und der wird in 8 Schritten im Körper hergestellt, von selbst. Jetzt nicht erschrecken, das sieht jetzt sehr kompliziert aus, aber wir brauchen nur ein paar Sachen davon. Das ist so dieser Kreislauf, wie das hergestellt wird. Aus einfachen Vorstufen werden immer komplexere Vorstufen in 8 verschiedenen Schritten.
durch Enzyme katalysiert und am Schluss gibt es den schönen roten Blutfarbstoff. Wenn man jetzt Blei einnimmt, dann tut sich Blei an dieses zweite Enzym hier anlagern. Man kann sich jetzt leicht vorstellen, was dann passiert. Es ist toxisch für das Enzym, das Enzym funktioniert nicht mehr und es tut sich der Vorläuferstoff, der von dem Enzym verwendet werden würde, anreichern. Blei bindet aber noch an eine zweite Stelle im Blutfarbstoff und zwar am letzten Schritt. Und anstatt dass dann Eisen eingebaut wird am Schluss, baut sich dann Zink ein, einfach weil das Enzym, das das Eisen einbauen würde, blockiert ist, was dann auch nicht sehr angenehm ist. Was wir machen, ist bei uns im Labor die Vorstufen vom Blutfarbstoff nachweisen. Und zwar auch wieder mit furchtbar kompliziert aussehenden Maschinen hier. Aber im Prinzip, was wir machen, ist die Auftrennung der Substanzen nach ihrer Löslichkeit in Wasser. Und wenn sie mal getrennt sind voneinander, können wir sie mit einem Laser anregen, Fluoreszenz herzustellen. Und diese Fluoreszenz nach der Höhe vom Signal lässt uns quantifizieren, wie viel von dem Stoff im Blut vorhanden war. Und was wir finden, sind zwei Substanzen, eben die sich einmal die Aminolevulinsäure, die nicht weiterverarbeitet werden kann. Das kann man zum Beispiel hier im Urin dann auch sehen, dass der sich so rot verfärbt. Aber das muss dann schon hohe Konzentrationen von Blei auch sein. Aber es kann ein Hinweis drauf sein. Und der Stoff ist auch ausschlaggebend für die Symptome, dass man Bauchschmerzen entwickelt, neurologische Probleme und Verwirrtheit. Der zweite Stoff, den wir messen, ist hier das Zink-Protoporphyrin, das eben aufgetrennt wurde von den anderen Bestandteilen im Blut. Deswegen können wir genau sagen, das ist der Stoff hier. Und hier ist einfach der Fall, das macht einem nicht viel, das Zink-Protoporphyrin, aber es wird ja zu wenig roter Blutfarbstoff hergestellt. Es wird ja anstatt dessen hergestellt und das führt dann eben zu einer Blutarmut. Ja, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen, ist nicht, weil wir uns auf Blei spezialisiert haben, sondern diese beiden Enzyme, die von Blei vergiftet werden, die werden ja hergestellt von Genen. Also für jedes Gen braucht ein Enzym, damit es hergestellt werden kann. Das ist die Bauanleitung dafür. Und jedes dieser Gene kann auch einen Defekt haben und ausfallen. Einfach angeborene Bildungsstörung des roten Blutfarbstoffs wären es in dem Fall. Und das ist unser Spezialgebiet. Und interessanterweise führen die eben zu fast denselben Symptomen wie eine Bleivergiftung. Eben auch Bauchschmerzen, Erbrechen und Verstopfung, Muskelschwäche und Lähmung, Verwirrtheit und Depressionen, wenn sich eben diese Vorläuferstoffe anreichern. Und das ist auch, warum wir die Proben kriegen. Es kann sein, dass der Arzt einfach diese Symptome sieht, denkt sich, es könnte eine Porphyrie heißen, also Porphyrin heißen diese Gendefekte, schickt uns die Probe und wir finden raus anhand von dem Muster, was wir sehen, und dass eben andere Stoffe fehlen, die wir erwarten würden bei einer Porphyrie, können wir sagen, schaut mal, es könnte eine Bleivergiftung sein, macht mal weitere Abklärungen. Tatsächlich kommt das vor, in der letzten Zeit gehäuft. Ein Fall zum Beispiel, der auch publiziert wurde, war ein 39-jähriger Mann aus Sri Lanka, der seit 15 Jahren in der Schweiz wohnt. Er hat massive, über Wochen auftretende Bauchschmerzen, Blutarmut und Verstopfung geklagt. Und nach einer Porphyrieanalytik wurde dann der Verdacht geäußert, es könnte sich um eine Bleivergiftung handeln. Dem ist man nachgegangen, es hat sich auch bestätigt. Und danach hat er zugegeben, er hat ayurvedische Pillen bestellt im Internet aus Indien und die benutzt er zur Potenzsteigerung. Das hat er wenigstens so gedacht. Ist ein bisschen nach hinten losgegangen, der Schuss. Jedenfalls, diese Pillen, er hatte noch ein paar, die wurden dann untersucht und sie haben 7,5 Milligramm Blei pro Pille enthalten. Ab 1 Milligramm pro Tag ist es eine chronische Vergiftung möglich. Und er hat 5 Pillen am Tag verwendet, über 2 Monate. Ja, nicht sehr gesund. Ja, also eine Bleivergiftung verursacht eben ähnliche Symptome wie die Gruppe der genetischen Erkrankungen, der akuten Porphyrin. Und durch denselben biochemischen Analyse können wir eben Porphyrin und Bleivergiftung voneinander unterscheiden. Und in den letzten Jahren hat es zugenommen.
Aber die Frage stellt sich für uns auch im Labor natürlich, warum schlucken eigentlich manche Menschen in Ländern mit einer allgemeinen, eigentlich doch hohen Bildung freiwillig Blei, ne? Und bleihaltige Produkte. Eines ist natürlich wahrscheinlich mangelndes Wissen über die verschiedenen Richtungen der Ayurveda oder generell der Alternativmedizin. Eines, was mich als Biologen immer auf die Palme bringt, ich gehe in die Apotheke und kriege irgendein Mittel gegen Husten und werde beraten mit, das ist doch rein pflanzlich. Ja, was heißt das jetzt, rein pflanzlich? Annahme ist natürlich, rein pflanzlich ist eine harmlose Kräutermedizin, frei von Nebenwirkungen. Dabei hat jeder schon Maiklöckchen gepflückt oder kennt Schierlingskraut und Schierlingsbecher. Also das ist einfach ein unausrottbares Vorurteil. Dann, was natürlich eine große Ursache oder große Einfluss hat, ist mangelndes Wissen über die Hintergründe von den verschiedenen alternativmedizinischen Richtungen. Das ist einfach zu wenig Wissen da in der normalen Bevölkerung. Sie wissen auch nicht, was die Risiken und auch Wechselwirkungen mit normalen Therapien sein können. Und dazu habe ich eine kleine Anekdote mitgebracht. So unser letzter Überdosierungstag für Homöopathie in der Schweiz haben wir Schweizer Skeptiker auch begangen, am 23. Oktober mitten in der Stadt. Und wir haben dann auch ein bisschen Medienecho gehabt und das wurde auch groß diskutiert dann im Freundeskreis, auch sehr kontrovers und da sind viele wirklich Befürworter dabei. Und dann habe ich halt auch erzählt, ich habe mich mit dem Mittel hier überdosiert, das ist Apis mellifica. Also warum sie es nicht auf Deutsch draufschreiben können, ist mir auch ein Rätsel, ist einfach Honigbiene. Und dann hatten wir eine sehr hitzige Diskussion. Irgendwann habe ich mal gesagt, dann sag mir doch mal, wenn du so befürwortest, was ist denn das Konzept von Homöopathie? Und dann kam natürlich zurück, so eine Pflanzenmedizin halt, ne? Also bis zu dem Tag habe ich nicht gewusst, dass Biene Maya eine Pflanze ist, aber man lernt ja nie aus, ne? Ja, also das und die Gefahr, die ich halt einfach hier sehe, warum ich jetzt gerade diesen Schlenker zur Homöopathie mache, ist, dass das Image von einer Richtung von Alternativmedizin auf andere übertragen wird. Ich meine, wir haben uns da problemlos überdosiert, Fabio war auch dabei. Es ist uns allen nichts passiert, auch mit Honigbiene nichts, aber das Image haben wir dann mit sogar vielleicht ein bisschen verstärkt. Homöopathie, nichts dran, nichts drin. Umgekehrt, nichts drin, nichts dran. Es ist harmlos und harmlos ist alternativ. Homöopathie ist alternativ, also ist alternativ generell harmlos. Und das ist recht bedenklich, weil das eben genau zu solchen Effekten führt, dass man das nicht genau anguckt und auch nicht die Gefahren einschätzt. Dann, was natürlich sicher eine Riesensache ist, ist mangelndes Wissen über die hohen Standards, die bei der Entwicklung von wirklichen medizinischen Produkten angelegt werden. Zum Beispiel klinische Studien, placebo-kontrolliert, doppelblind, also dass eben weder Patient noch Arzt wissen, ob die aktive oder die Kontrollsubstanz drin ist, damit man möglichst keine Beeinflussung der Teilnehmer hat. Dass man möglichst große Studienkohorte wählt, dass man extra für Kinder Studien macht. Dann es gibt Behörden wie die Europäische Arzneimittelagentur, die sehr strikte Prüfverfahren hat, um hohe Anforderungen an die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln, die neu zugelassen werden sollen. Und selbst wenn sie zugelassen sind, werden sie weiter überwacht, einfach damit man sieht, treten nicht doch andere Nebenwirkungen auf. Ne? Und hier wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Die einen richtigen Arzneimittel haben sehr, sehr harte Prüfverfahren, während alternativmedizinische Sachen einfach vertrieben werden können, zum Beispiel von Apotheken, obwohl keine Nachweise für wissenschaftliche Wirksamkeit da ist und so zum Teil sogar Nachweise, dass sie unwirksam sind. Fakultäten für Pharmazie bieten Kurse an mit Zusatzdiplom in alternativmedizinischen Fächern. Also das finde ich auch ziemlich ein Hammer. Und in der Schweiz haben wir nochmal speziell eine Offenheit gegenüber diesen alternativmedizinischen Methoden. Es gab eine Volksabstimmung 2009 und dort wurde beschlossen, dass man provisorisch die Leistung von Homöopathie, Anthroposophie, Phytotherapie und traditioneller chinesischer Medizin erstattet von den Krankenkassen. Und das ist einfach ein falsches Signal. Das heißt einfach, Alternativmedizin und echte medizinische Produkte sind gleichgestellt. Und dass es nicht nur ein Signal ist, haben wir leider ganz aktuell in dem Monat erfahren müssen,
Komplementärmedizin ist jetzt gleichgestellt in der Schweiz mit wirklicher Medizin. Diese vier Verfahren werden jetzt erstattet, das wurde jetzt einfach beschlossen. Und die Argumentation ist einfach sehr, sehr abenteuerlich. Sie sagen, man kann keinen Nachweis für die Wirksamkeit erbringen, deswegen lassen wir es einfach und stellen es gleich. Also wie man von dem einen auf das andere kommt, muss mir auch nochmal einer dort erklären. Gut, die Schweizer Skeptiker, wir haben einen Appell, der wird am Montag veröffentlicht. Wir werden da versuchen, was dagegen zu tun. Und nochmal ganz kurz zusammenzufassend, medizinische Ayurveda-Produkte sind einfach häufig mit Schwermetallen versetzt und stellen Gesundheitsgefährdung tatsächlich dar. Um die Verwechslungsgefahr zwischen geprüften und kontrollierten Arzneimitteln mit eben unsicheren und unseriösen Produkten zu vermeiden, darf man nicht den Eindruck erwecken, dass diese vergleichbar sind. Und wir sehen einfach wirklich hier die Apotheken in der Pflicht, medizinisch tätiges Personal, Universitäten, Ausbildungsstätten, allgemein Krankenkassen. Also es muss hier Position bezogen werden, es ist einfach gefährlich. Ja, und damit Sie bei einer Bleivergiftung nicht irgendeine Ayurveda-Experten fragen müssen, deswegen gibt es ja uns und das hier sind meine Co-Autoren von der Präsentation. Das ist Franziska Wegmann. Sie ist auch im Vorstand der Schweizer Skeptiker. Dann Aaron Barmann, er hat in der chemischen Industrie geforscht. Und Elisabeth Minder, sie ist die Spezialistin für Porphyrin bei uns im Labor. Vielen Dank. Applaus